Bei uns ist jetzt Theo Weigel. Herr Weigel, Sie als ehemaliger Bundesfinanzminister und als Vater des Euro haben bestimmt den besseren Überblick als jeder von uns, der sich in der letzten Zeit mit der Eurokrise beschäftigt hat, was in der ganzen Zeit jetzt passiert ist. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, würden Sie im Moment in den Euro investieren? Sprich, würden Sie Staatsanleihen aus europäischen Ländern jetzt Ihr Kapital anlegen, wenn Sie an den Märkten unterwegs wären? Aber natürlich habe ich volles Vertrauen in den Euro, denn der Euro ist heute um etwa 18 Cent mehr wert, das sind 36 Pfennig, als die D-Mark bei ihrem Abschied. Und was die Inflationsrate anbelangt, liegt das etwa bei 2%. Das liegt also besser als die letzten 10 Jahre unter D-Mark-Zeit. Das heißt, das äußere und innere Potenzial hat dieser Euro voll entfaltet. Das Problem sind einige Länder. Nicht die Währung. Die Währung hat eher die Schwächen einiger Länder, vor allen Dingen nach der Finanzkrise, offengelegt. Das heißt, griechische Staatsanleihen würden Sie im Moment nicht unbedingt investieren? Also Entschuldigung, ich bin nicht Anlageberater, sondern ich war mal Bundesfinanzminister. Wenn Sie Anlageberatung haben wollen, dann müssen Sie dorthin gehen, wo Ihnen das professionell gegeben wird. Bleiben wir mal beim Thema Griechenland. Es wurde ja heute Abend sehr intensiv darüber gesprochen. Griechenland, ist es überhaupt noch zu retten? Einige sagen ja, da geht gar nichts mehr. Ein Nachfolger von Ihnen, Per Steinbrück, hat gesagt, die Griechen sind pleite. Es kann durchaus sein, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass die Tragfähigkeit der griechischen Finanzen nicht gegeben ist. Nur auch dann ist Hilfe zur Selbsthilfe notwendig. Denn auch wenn Griechenland ausscheiden würde aus der Eurozone, was sie nur freiwillig tun könnten, müsste natürlich dann die Europäische Union eingreifen und ihnen bei der Restrukturierung des Banksystems helfen. Und Sachverständige sagen, das würde vielleicht teurer kommen, als wenn die Griechen in der Eurozone bleiben. Richtig ist, dass die Griechen gewaltige Kraftanstrengungen unternehmen müssen und etwa auf 30% ihrer Einkünfte ihres Wohlstands verzichten müssen. Das ist eine Strukturmaßnahme, wie es kaum ein Land in den letzten Jahrzehnten durchführen musste. Aber das ist die notwendige Konsequenz einer falschen Wirtschaft, falscher Zahlen, einer Trickserei und leider auch einer fehlenden Kontrolle in der Europäischen Union. Ist damals beim Stabilitätspakt doch einige Fehler gemacht worden oder sind nur die Kriterien einfach nicht eingehalten worden? Es wird ja immer davon geredet, dass auch Deutschland ja die Kriterien gebrochen hat. Der Stabilitätspakt war in sich richtig. Ich habe aber nichts dagegen, wenn er noch verschärft wird. Wenn stärkere automatische Sanktionen eingebaut werden, wenn ein frühes Warnsystem stattfindet und auch nicht nur die Finanzkennziffern, sondern auch die Wirtschaftskraft, die Produktivität und ähnliches mehr regelmäßig, frühzeitig überprüft werden. Aber wenn man Regeln nicht einhält, dann ist es wie bei den 10 Geboten. Niemand stellt die 10 Gebote in Frage und trotzdem werden sie häufig, fast von jedem Menschen auch mal gebrochen. Es hätte natürlich nie passieren dürfen, dass Deutschland und Frankreich ausgerechnet den Stabilitätspakt aushebeln, ihn flexibler, damit schwächer machen und die Aufnahme Griechenlands war ein Fehler. Also das sind die Fehler bei der Handhabung des Regelwerks gewesen, die jetzt korrigiert werden müssen, erst wenn wieder Vertrauen ins Regelwerk, in die Handelnden und in die Staaten hergestellt wird, dann kehrt auch das Vertrauen auf den Finanzmärkten zurück. Und da ist, glaube ich, die Europäische Union und die Eurozone mit dem, was jetzt vorgeschlagen wird, zum Stabilitätspakt, zu den Schuldenbremsen in den einzelnen Ländern und mit dem Rettungsschirm, wie ich meine, auf dem richtigen Weg. Aber ist Europa überhaupt auch handlungsfähig, wenn zum Beispiel ein Land den ESFS platzen lassen kann oder nicht auf den Weg bringen kann, wie wir das ja gerade in diesen Tagen erlebt haben? Ich habe auch gemeint, als ich das erfuhr, mich laus darf. Denn man kann sich das ja kaum vorstellen. Genauso wie Irland damals ganz Europa geärgert hat bei der Ratifizierung des Lissabon-Vertrages. Und trotzdem wird, trotz allem Ärger, der sich in mir kumuliert, vielleicht doch Ende der Woche eine positive Lösung stehen. Europa ist nicht einfach. 27 Staaten, wo die Kleinen bei der Ratifizierung solcher Dinge genauso viele Rechte haben wie die Großen. Aber vielleicht ist das auch ein Geheimnis des Erfolgs von Europa, dass sich die Kleinen und Mittleren nicht nur untergebuttert fühlen von den 2 oder 3 Großen.
Europa ist auch nicht einfach, wenn es darum geht, die Finanzmärkte zu regulieren. Wolfgang Schäuble hat es heute Abend hier gesagt, es muss stärker reguliert werden. Was wären denn Ihre Wünsche, Vorschläge? Was muss da dringend jetzt ganz schnell passieren? Es war ja die Rede von der Finanztransaktionssteuer, von Rekapitalisierung der Banken und dergleichen. Zunächst war es höchste Zeit, dass wir eine europäische Finanzaufsicht bekommen haben. Auch daran hat es ja gekrankt. Zum Zweiten, ich glaube in der Tat, selbst wenn die USA und Großbritannien nicht mitmachen sollten, dass sich Zentraleuropa und die Eurozone aufmachen sollte, eine solche Finanztransaktionssteuer einzuführen, warum sollen Umsätze auf die Dinge, die nicht überall sehr sinnvoll sind, nicht auch besteuert werden? Und wenn ungedeckte Leerverkäufe verboten werden, halte ich das für absolut richtig. Wenn man etwas, was man nicht hat, einsetzt, um einen anderen kaputt zu machen und niederzuwetten, dann ist das eigentlich internationaler Betrug. Und ich glaube schon, dass man so etwas angehen, dagegen vorgehen sollte, selbst wenn es nur national oder mit einigen anderen Staaten in Europa sein sollte. Ein klares Wort zum Schluss von Theo Weigel, dem ehemaligen Bundesfinanzminister. Bedanke mich ganz herzlich, dass Sie für Phoenix bei uns waren. Vielen Dank.